In diesem Bad holen wir den letzten Stern, den wir vergessen haben, hier im Casino nach. Dazu noch holen wir die Sterne aus dem Highway, also aus der neuen Stage. Und noch vieles weiteres werden wir in dieser Stage erledigen. Bleib gespannt und lasst ein Like da. Es wird mal Zeit, wieder zurück ins Casino zu gehen, denn wir haben hier einen Stern vergessen, und zwar Same Room, Another Trial. So, ich weiß nicht genau, wie das hier war, aber wir werden es mal gleich abchecken. So, wartet mal kurz. So, ich habe den Sound ein bisschen runtergeschraubt, damit es nicht mehr so laut wird. Okay, wir brauchen auf jeden Fall den roten Schalter, das ist mir schon klar. Und gehen jetzt von hier aus rein. Oh shit, ja, genau. So klappt's, wird draus nix. So, auch nix. Okay. Auch nix. Ich bin zu dumm dafür. Sorry, ich bin einfach nur zu dumm dafür. So. Warte, so. Autsch. Ich muss doch da hochkommen. Das geht doch bestimmt. Ja, moin. Jetzt sterbe ich noch hier. Nee, darauf habe ich keinen Bock. Darauf habe ich keinen Bock. So. Ah. Scheiße. Wartet mal, vielleicht mache ich es. Nein. Hä, wie komme ich da auf den Stein rüber? Einfach so mit einem Sprung. Könnte klappen. Könnte halt eiskalt klappen. Und ich mache hier so ein Drama. Oder halt mit einem Doppelsprung. Man weiß es ja nie. So. Also mit einem Sprung klappt das nicht so sehr. Ja, Mensch, wie ist... Das ist doch nicht schwer, da hochzukommen. Da rein. So, nee. So macht man das nämlich. Nein! Oh Gott. So kann man es auch machen. So. Keine Mario-Kamera. Bitte keine... Mario-Kamera, so, das muss auch gehen. Please. So. Ja, genau. Was soll ich tun, wenn ich nichts sehe? Ja, danke, Spiel. Dass ich dank dir nichts sehen kann. Vielen Dank. So. Scheiße. So, warte mal. Ich habe da eine andere Idee. Und zwar... Nein. Oh Gott. Jetzt bin ich wirklich hier gestorben und habe dafür 3 Minuten verwendet. Nein. Das darf nur noch nicht wahr sein. So. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich mache. Aber ich hoffe es. So. Nice. So, da. Hier hin müssen wir. So, das sollte eigentlich auch mit einem Doppelsprung easy gehen. So. Nein, nicht so natürlich.
so klappt es nicht ganz. Auch nicht ganz. Auch nicht ganz. Nee, das mit dem Weichsprung lasse ich mal lieber. Bevor ich hier noch ein zweites Mal sterbe, mache das einfach mit einem Dreifachsprung. So. So, was war daran so schwer? Und ich stelle fest, dass das die falsche Richtung war. Denn der Stern ist hier. In dieser Box. Nice. Nice, nice, nice. So. Wo komme ich jetzt hoch am einfachsten? Hier. Tü-tü. Na komm. Oh, Mensch. So, wo ist der Portstern? Da drüben ist er. So, hier bist du. Mein Freund. So, und wir müssen mit deiner Hilfe hier rüber. Und dann auch hier runter. Ich sehe nichts. Und dann müssen wir von hier aus hochkommen. So, das geht eigentlich easy so. Wartet. So. Nice. Die Frage ist nur, wie komme ich von hier aus weiter? So. Wäre bei mir die erste Vermutung. So, hier kann man stehen. Wird auch das klappen, was ich vorhabe? Nee. Nee. Wird es nicht. So, wartet mal. Also ich glaube, so hier es zu machen, ist keine schlechte Idee. Muss halt nur ein besserer Winkel sein. Ein besserer Winkel. Ein besserer Winkel. So. So. Auch nicht. So, ich habe einen sozusagen einen Thirsty gemacht und der passt nicht dazu. So. Und dann eben das nicht. Eben das nicht. So. Aber es hat geklappt. So, ich glaube, hier wäre ein Dreifachsprung perfekt und da haben wir den 17. Stern. So, nun können wir den Speed Highway oder wie auch immer diese Welt sich nennt. Nee, nicht diesen Speed Highway, also nicht in die Bosswelt, sondern in die andere. Und zwar die hier. Ich will wissen, wie wir an die Sterne hier rankommen. Diese Welt arbeitet auch sehr viel mit Teleportern. Yet another fountain trouble. Tü-tü-tü. Mario Kart. A-A-A-8 Musik. So, die Teleporter sind meistens unter solchen Schwamps. So, und das hier war natürlich der falsche. War mir aber auch klar. Ja, und man wird halt so zerquetscht. Jedes Mal. Glaube ich. So, wartet mal. Da oben könnte was sein. Ist aber nichts. Doch. Wenn ich hier hoch jetzt komme. Na komm. Das ist nicht schwer, Mario. So. Dann hier diesen Schalter aktiviere. Dann kommt es schon wieder so ein Spielchen.
Scheiße! Da wird ein Safe State gebraucht. Aber diesen Stern hole ich mir. So. 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 Nice. So, richtige Speedrunners. Kills. Hier wurde ein Safe State gemacht. Nice. So. Oh, da haben wir ihn. Der Safe State wurde sogar nicht gebraucht. Nice. Kurs 3, kein Name. Okay. Hä, was? Der 50 Münzen Stern? Okay. Wieso auch immer. Aber okay. Aber okay, dann. Dann versuchen wir mal andere Teleporter aus, die es hier noch gibt. Wie zum Beispiel den hier. Und der führt mich in die richtige Stelle. Denn so muss man den Stern holen. Ja, genau so. Man muss halt nur treffen. Das ist das Wichtigste. So. Nein. Oh. So. Zu früh. Zu früh. Ich gehe mal kurz zurück. So, zu Fuß. Das klappt ja auch wunderbar, wenn man keinen Stick drückt. So. Hier zur Heilung. So. Autsch. Autsch. Einmal auf die Fresse gekriegt. Oder zweimal. So, von euch, von den Gegnern distanziere ich mich. So, du bist der falsche Schwarm. Warte mal. Gibt es hier nicht sogar was? Ja. Könnte halt auch sein. Wenn man es da hoch schafft. Und das ist schwer. Nee, ich glaube, da hoch schafft man es nicht. Glaube ich. Oder doch. Aber mit Hilfe von dem dort. So, wo spawnen die Kisten? Hier. So, nice. Nice, 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 nice. Schön über der Stadt. Ach so. Das soll mir das hier zeigen. Okay. Nice. Aber wir haben das ja schon gefunden. So, kommt man da hoch? Kommt man da hoch? Spiel. Ja, man muss sogar hier hochkommen. Hier ist diese merkwürdige Münze. Okay. Noch irgendwas? Sieht eher nicht nach Aussicht. So, ich glaube, wir müssen dann hier lang weiter. Könnte es sein? Stimmt meine Vermutung? So, was erschafft ihr? Also, ich glaube, ich weiß. Sind jetzt hier Kisten? Nein, hier sind keine Kisten. Ja, was? Wozu bist du hier da? Vielleicht doch irgendwas hier? Ja! Und wie war's hier? Okay. Und weiter. So, jetzt hier auf keinen Fall runterfallen. Ich probiere es mal so. Nee, klappt nicht. Muss ich von hier aus vielleicht irgendwo weiter? So, da ist ein blauer Münzschalter. So, vielleicht so. Glaube ich schon. War, glaube ich, keine blöde Idee. Aha.
Okay. Dann darüber. Ein bisschen auf die Fressen kriegen, aber ja, okay, so. Nice, diese... Ein neues Element, welches es im Original nicht gab. So. Alle Platten aktivieren. Und was kommt hier raus? Wo ist der Stern? Hä? Wo? Ich hab gerade nicht aufgepasst. Wo ist der Stern? Scheiße. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Wo ist der Stern? Wo ist der verdammte Stern? Oh, ich will ein... Achso, da ist er. Okay. Ich muss mich dann von hier aus da schleudern lassen. Es ist irgendwie eine Meldung bei mir aufgekrochen. Ich weiß nicht was. So. Oh shit. Oh shit. Ich muss hier aufpassen. So. Nein, 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 nein. Wir machen das. Wir machen das. Wir machen das. So. So, jetzt kann ich einen Hechter machen. Und dann haben wir den Stern hier. Nice. So. Und bis zu dem nächsten Stern wird geschnitten. So, und zwar diesen Stern sollte man so holen, genau. Und wir haben 20 Sterne. Das ist sehr gut. Denn ich will da was jetzt probieren. Und zwar hier. Man braucht hier 20 Sterne und einen Schlüssel. Und das aktiviert den roten Schalterpalast. Also den roten Block hier in der Kanalisation. Okay. Dann muss ich hier lang. Ja, oh. Wieder diese creepy Musik. Und ein unsichtbarer Schalter. Der aber der rote Schalterpalast ist. Nice. Also, ich hätte gerne von dem Entwickler gewusst, was diese grauen Räume bedeuten. Ich hätte es gerne von dem Entwickler gewusst. Muss ich vielleicht irgendwann mal fragen. So, keine Zeit für traurige Musik. Shopping Rats. Wir müssen jetzt ein paar rote Münzen sammeln. Okay, bin ich dabei. Die ersten zwei sind ja auch direkt hier. Wie wir sehen. Ja, diese Welt ist eine der Schwächen, aber auch eine geile Welt. Muss ich sagen. Nur halt, dass hier nichts hindert. So. Hier. Die Nummer 4. 4, 4, 4. 5. Und da ist die 6. So. Hier spawnt der Stern. Ich will aber... Oh, okay. Achso, die zählen jetzt nicht mehr als rote Münzen, sondern als einfache Münzen. Ja. Ich versuche jetzt kurz noch hochzukommen. Also, bis gleich. So, und zwar will ich jetzt darüber... zu diesem blauen Schalter... um was zu überprüfen. Okay.
Der hat nichts zu bieten, dann sammeln wir den Stern ein. Den 21. in unserem Besitz. So, ich hoffe, ich schaffe heute den ganzen, diese ganze Welt, ohne den Part überlang zu machen. So, Rooftop Run. Okay. Und what do you mean with that? Mit Rooftop Run? Wohin führt mich eigentlich dieser Teleporter hier, unter dem? Aha. Was meint ihr aber mit hier, Rooftop Run? Checke ich nicht ganz. So, wartet mal. Oh. Ah! So. Mensch! Was ist daran so schwer? Scheiße! Vielleicht klappt es auch so. Natürlich nicht. War klar. War aber auch klar. So, kein Ding machen, kein Scheiß. Gibt es hier vielleicht irgendwas, was auf den Rooftop Run andeuten kann? Hast du hier was zu verstecken? Nee, du hast nichts zu verstecken. So, dann. Also dort glaube ich eher nicht. Wo war eigentlich dieser rote Schalter zum Aktivieren von diesen Dingern? Nur so als Frage. Irgendwo. Okay. Lasst uns mal kurz hier vorbeischauen. Auf der Straße. Hier gab es einen Eingang. Irgendwo hin. Und zwar wohin? Zu dem roten Schalter, genau. Mal sehen, vielleicht ist es doch was bei den roten Schaltern dort zu finden. Lasst mich mal kurz nachgucken, ohne es rauszuschneiden. So, damit wir schön alles sehen. So, wie ich fehle. Damit schön alle sehen, wie ich fehle. So. So. Habe ich doch gesagt, damit alle schön sehen, wie ich fehle. Ist doch klar. Nein. No. So. Und? Was will das Spiel von mir? Nein, will das Spiel, dass ich jetzt so hier rüberspringe? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Dann habe ich eine zweite Idee. So, ich denke mal, es ist wieder was, irgendwas von hier aus. Dafür mache ich hier ein Safe State und springe wieder hier rüber. Der Safe State hat sich gelohnt. So. Komme ich hier so hoch? Vielleicht. Ja, genau. Scheiße.
Scheiße. Scheiße. So. So. Nice. Dann gehe ich einfach nur hier so rum. Hierher. Und sammle dich ein. Easy. So, okay. Und nun gehen wir wieder rein. War das der richtige Stern? Also der Rooftop Run? Ja. Drop on the red Alquas. 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 Ich hab nichts verstanden. Drop on the red things. Keine Ahnung, was damit gemeint ist, aber ich versuche es mal blind rauszufinden. Wartet, wartet, wartet. Stopp, stopp, stopp. Stopp. Halt, stopp. Ich will wissen, wozu das dort ist, hier. Und du wirst mir dabei helfen. Oder auch nicht. So. Ja, so kommt man auch hier hoch. So, wozu ist das hier? Hä, wo bin ich? Aha. Jetzt bin ich irgendwo hier. Nice. Okay. Und da ist ein Stern. Da ist ein Stern. Ein richtiger, hoffentlich. Ist das ein richtiger? Oder nicht? Spring Madness. Ja, es ist ein richtiger, aber es ist nicht, den ich gesucht habe. Drop on the red cove. Ich muss nachgucken. So, ich habe rausgefunden, was man dafür braucht. Und zwar muss man wirklich in ihrem Ernst über diese roten Blöcke auf ein Gebäude kommen. Und zwar ganz genau auf das, was ich probiert habe. Ganz genau das. Doch es geht. Puh. Wie soll ich sagen? Ich hab's falsch halt gemacht. Ich mache hier ein Safe State und zwar muss man es so machen, ja. Und dann hier weitergehen. So. Ich hoffe, ich kann hier rein. Ja. Also dieser Stern war schon fies. So, ich will noch kurz was überprüfen. Nur zur Überprüfung. Wir sind ja, glaube ich, mit der ersten Welt sozusagen fertig. Ich will jetzt kurz was überprüfen. Und zwar in dem Schloss. Und zwar hier. WTF? WTF? Ich will den Stern dort haben. Warte mal. Scheiße. Ich will den Stern dort haben. Und diese Welt scheint mir ziemlich gruselig zu sein. Ich hoffe, da kommen keine hier Jumpscares. Jumpscares. So.
Das ist sogar ein echter. Nice. Kurs 15, Start. Ich verstehe aber immer noch nicht, was dieser Ort sein soll. Aha. Jetzt ist das Schild verschwunden. Also komplett. Jetzt ist es erscheint. Warte mal. Ich glaube, es gibt hier irgendwie einen Ausgang. Bei dieser Tür verschwindet das Schild. Bei dieser erscheint das Schild. Bei Bobos Bombenberg bleibt das Schild. Weg. Und bei dieser hier. In dieser hier soll eigentlich eine extra Stage sein. Nein, da ist der Tod. Wieso auch immer. Hier ist der Tod. Wieso auch immer. Jetzt nicht. Die Räume haben einen Unterschied. Es ist nicht immer das Gleiche. Ja. Hier, der ist umgedreht. Also, ich will wirklich wissen, was es hier ist. So, jetzt sind wir wieder zurück. Ich will wirklich wissen, wo sind wir hier? Was für eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft ist das hier? Was für eine Verbindung? Okay, wartet mal. Ich teste mal kurz was aus. Was passiert, wenn ich jetzt rausgehe? Nix. Ich lande einfach nur hier. Okay, dann, wenn euch der Part gefallen hat, dann werde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, aktiviert die Glocke und so weiter und so fort. Das wisst ihr schon, was zu tun. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao. Ich will noch kurz was testen. Mal kurz. So. Nice. Also wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Part hier. Ciao.